Was das Imperium mit den meisten gefangenen Rebellen machte, denke ich, ist vielen von uns klar. Aber was geschah mit den Imperialen, welche von den Rebellen gefangen genommen wurden? Schon seit dem Ausruf des Galaktischen Imperiums waren auch schon immer Widerstandsgruppierungen vorhanden, welche gegen das neue Regime handelten. Auch wenn sie anfangs nicht wirklich eine Bedrohung waren und in einer Schlacht schnell ausgeschaltet werden konnten, wurden sie mit der Zeit immer stärker. Wenn jetzt solche vereinzelten Rebellenzellen oder später die Rebellenallianz eine Schlacht gegen das Imperium gewann, was machten sie dann mit den gefangenen Sturmtruppen und Offizieren? Das Ganze hing davon ab, wer genau sie gefangen nahm. Bei einer eher extremistischen Rebellenzelle würden sie wahrscheinlich exekutiert werden, egal ob sie eine Bedrohung wären oder nicht. Eine dieser Gruppen war die Freiheitsbewegung von Ryloth. Die meisten Twi'leks in dieser Organisation hassten die Imperialen abgrundtief. Für sie waren sie der letzte Dreck, welchen man von ihrem Planeten beseitigen müsse. Die Freiheitsbewegung war dafür bekannt, dass sie auch unbewaffnete Imperiale tötete, ohne zu zögern. Und auch Schlachtfeldsanitäter, welche noch nie getötet hatten, waren auch nicht vor ihnen sicher. Diesen Twi'leks gelang es mal, einen Sternenzerstörer runterzubringen. Sie sandten dann Starfighter aus, um die wehrlosen Rettungskapseln zu zerstören, ohne den Imperialen eine Chance zu geben, um zu kapitulieren. Einige Twi'leks machten sich an imperiale Offiziere außerhalb ihrer Arbeitszeit ran und töteten diese meist unbewaffneten Imperialen dann bei der ersten Gelegenheit. Andere extremistische Organisationen, sowie Saw Gerreras Partisanen, waren dafür bekannt, dass sie nach ihren Missionen Gefangennahmen durchführten. Meist jedoch nur zum Verhören, was oft durch Folter geschah. Nach der Prozedur wurden die Imperialen höchstwahrscheinlich auch einfach getötet. Bei anderen, ich sag mal eher zivilisierteren Rebellenzellen, wie zum Beispiel der Ghost Crew, sieht es für die Sturmtruppen nicht so hart aus. Meistens nahmen sie nämlich gar keine Gefangenen. Sie nahmen sich das, was sie benötigten und ließen die Imperialen zurück. Wenn wir nun aber zu eher isolierteren Rebellengruppierungen schauen, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass sie jemals jemanden gefangen nahmen. Sie hatten meist einfach nicht die Ressourcen und den Platz dazu. Diese töteten die Imperialen oder ließen sie nach der Schlacht einfach entkommen. Dies hing dann wieder von der Rebellengruppe ab. Als sich dann die Rebellenallianz zu formen begann und es immer mehr Konfrontationen zwischen ihnen und dem Galaktischen Imperium gab, übernahmen sie viele Einrichtungen, welche dann als Gefängnisse dienten. Eine der größten geheimen Einrichtungen der Rebellenallianz war das sogenannte Sonnenfleck-Gefängnis. In der Raumstation waren unzählige imperiale Häftlinge stationiert, von normalen Sturmtruppen zu einigen Spionen bis hin zu Moffs. Die meisten von ihnen warteten auf einen Gerichtstermin, welchen die Rebellen öffentlich machten, damit sie der Galaxis zeigen konnten, dass sie im Gegensatz zum Imperium fair sind. Als der Krieg dann zu Ende war und die neue Republik geformt wurde, wurde auch damit begonnen, die imperialen Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Viele hochrangige Imperiale wurden der Todesstrafe zugewiesen, andere mussten nur lange Haftstrafen absitzen. Der eine oder andere Offizier, welcher niedriger positioniert war in der imperialen Hierarchie, wurde sehr wahrscheinlich begnadigt und in weiterer Folge freigelassen. Jedoch war es das schon mit dem Video. Es handelte sich hierbei um eine Übersetzung von dem Video von Factfree bzw. nun der Loremaster. Ich habe das mit ihm abgesprochen, dass ich es übersetzen darf und all seine Links findet ihr in der Infokarte und in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen und wenn ihr meinen Content allgemein cool findet, könnt ihr meinen Channel auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.